Wenn die Schultergurte dir in den Hals einschneiden, dann helfen dir eventuell die zwei folgenden Tipps. Erstens, es ist wichtig, dass dein Baby nicht zu tief sitzt. Der Bauchgurt sollte nicht auf den Hüften sitzen, sondern auf den Rippen. Und zweitens sollten die Schultergurte nicht zu lang sein. Dazu hebst du dein Baby behutsam an und ziehst die Schultergurte enger. So. Und so. Nachdem du dein Baby angehoben hast, ist es jetzt noch wichtig, dass dieses Kreuzchen nicht im Nacken hängt, sondern weiter unten. Dazu ziehst du einfach die an diesen schwarzen Bändern. So. Und so. Und dann hebst du die nach an und setzt die nach außen. So sitzen deine Schultergurte nun nicht mehr im Nacken und es ist gleich viel bequemer.